Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Phase 2 steht in den Startlöchern. Die jeweiligen Inhalte werden allerdings nicht auf einen Schlag rausgehauen, sondern etwas gestreckt. So erscheint zuerst die Gildenbank, das LFG-Tool sowie die Arena-Rangliste. Eine Woche später endet die erste Arena-Season dann. Wiederum eine Woche darauf beginnt die zweite und einen Tag später starten dann die Raids sowie die Daily-Quest-Gebiete. Das Datum, welches ihr im Hintergrund seht, entspricht dabei der deutschen Zeit. Gehen wir aber in gewohnter Manier etwas mehr ins Detail. Wenn euch zudem das Video gefällt, lasst uns doch gern direkt einen Daumen nach oben da. Vielen herzlichen Dank und jetzt viel Spaß beim Video. Die zwei neuen 25-Mann-Raids der Schlangenschrein sowie die Festung der Stürme kommen endlich ins Spiel. Der Schlangenschrein befindet sich im Echsenkessel in den Zangermarschen. Um diesen betreten zu können, müsst ihr eine Vorquest abschließen, welche bei Nabis dem Ketzer in den Sklavenunterkünften heroisch startet. Nabis findet ihr gefangen in einem Käfig, nachdem ihr ins Wasser gesprungen seid. Dieser möchte nun von euch, dass ihr Gruul und den Schrecken der Nacht aus Karazhan besiegt, die jeweiligen Siegel lootet und zu ihm zurückkehrt. Das war's. Im Raid warten auf euch dann 6 Bosse. Hydros der Unstete, für den eure Tanks Frost- und Naturwiderstand benötigen, das Grauen aus der Tiefe, welche ihr zum Beschwören angeln müsst, Leotheras der Blinde, ein Dämonenjäger, welcher alle 60 Sekunden seine Form wechselt, Tiefenlord Karathres, ein Nagaboss mit 3 Minibossen, ähnlich wie auch der Kampf gegen Molgar, Morogrim der Gezeitenwandler, ein Riese, welcher euch unter anderem Murlocs auf den Hals setzt, sowie als Endgegner Lady Vash, ein Kampf, der sehr viel Koordination benötigt und insgesamt aus 3 Phasen besteht. In diesem Raid bekommt ihr die Tokens für die T5 Hosen, den Helm sowie die Handschuhe. Die Festung der Stürme findet ihr im Netherstorm, mittig und ebenfalls schwebend zwischen den anderen 5er Instanzen. Um diese betreten zu können, benötigt ihr eine extrem lange Vorquest, welche zu einer der härtesten in ganz TBC zählt. Diese beginnt mit der Quest, die Hand von Gul'dan in den jeweiligen Fraktionsstädten im Schattenmondtal. Nachdem ihr nun verschiedene Solo- und Gruppenquests abgeschlossen habt, müsst ihr in diverse heroische Instanzen sowie den Grubenlord Makteridon besiegen. Ladet euch hierfür unbedingt das Addon Attune runter. Mit diesem könnt ihr ganz einfach feststellen, wo ihr gerade hängt. Das Addon haben wir euch bereits in unserem TBC Addon Video vorgestellt. Den Link dazu sowie zu den Startquests gibt's in der Videobeschreibung. Im Raid erwarten euch 4 Bosse. Alar, ein Phönix, welcher durch den ersten Raum fliegt, den Leerhäscher, welcher einer der einfachsten Bosse im T5 Content ist, Solarian, bei welchem Arkanwiderstand Voraussetzung ist, zumindest bei den meisten Taktiken, sowie Kel'Thas, der Sonnenwanderer persönlich. Dieser zählt mit Abstand zu den härtesten Encountern aus ganz TBC. Im Raid bekommt ihr die Schultern sowie die Brust aus dem T5-Set. In beiden Raids droppen von Beginn an 2 Token pro Boss. Das wird ebenfalls bei den T4-Bossen Molgar, Gruul und Makteridon geändert, welche somit ebenfalls 2 Marken pro Boss fallen lassen. Alle Bosse erscheinen in ihrer ungenervten Form. So kann zum Beispiel Lady Vash in ihrer dritten Phase Spieler übernehmen und diese auf den Raid hetzen. Werden diese nicht sofort kontrolliert, kann das einige Tote bedeuten. Vermutlich werden alle Nerfs zu einer späteren Phase ins Spiel kommen, warten wir es aber einfach mal ab. Wo wir auch gerade aber beim Thema sind, diverse Encounter des T4-Contents werden genervt. So wird zum Beispiel bei Makteridon der Cooldown nach dem Betätigen der Würfeln reduziert bzw. sogar ganz entfernt. Die Skelette bei Nightwing werden geschwächt oder auch der Schaden der Weihe bei der Might reduziert. Welcher Boss welchen Nerf erhält, ist bis jetzt allerdings noch nicht genau bekannt. Wir halten euch hier auf dem Laufenden. Das Feature, welches sich einige schon zu Release gewünscht hätten, findet nun endlich mit der zweiten Phase Einzug ins Spiel. Die Gildenbank. Ihr findet sie in Shadrath, in eurer Aldor- oder Seerbank und in den jeweiligen Fraktionshauptstädten in Azeroth. Mit dieser können alle Gildenmitglieder die eingelagerten Waren einsehen. Die Gildenbank streckt sich über 6 separate Fächer, welche gegen Gold freigeschaltet werden müssen. Der Gildenleiter kann nun Berechtigungen bestimmen, sodass man zum Beispiel in einem Fach nichts rausnehmen kann, in dem anderen jedoch vollen Zugriff hat. Das Beste daran ist, dass jegliche Entnahmen sowie die Einlagerungen gelockt werden. So kann man ganz einfach nachvollziehen, wer wann was gehandelt, entnommen oder einbezahlt hat. Die Daily Quest Gebiete Ogrilla im Westen von Shergrad sowie die Himmelswache der Shatari im Südosten der Wälder von Terrakar kommen ins Spiel. Für die zuletzt genannten Shatari könnt ihr direkt ohne Vorquest loslegen. Bei diesen gibt es auf Ehrfürchtig den Netherrochen sowie weitere blaue und epische Gegenstände. Bei den Ogern von Ogrilla in Shergrad benötigt ihr hingegen eine Vorquest, welche ihr bereits jetzt schon beginnen könnt. Sie startet bei Grog im unteren Viertel, welcher euch anschließend zum Zirkel des Blutes in den Shergrad schickt. Nach einigen Gruppenquests könnt ihr hier ab P2 ohne weiteres die Dailies beginnen. Macht euch demnach jetzt schon an die Prequest. Druiden aufgepasst! Ab Phase 2 könnt ihr endlich die Quest für eure epische Flugform machen. Grundvoraussetzung für diese sind Level 70 sowie Reiten auf 300. Ihr kommt demnach nicht drum herum, die 5000 Gold zu investieren.
Die Quest Mortis Flügelraunen erhaltet ihr dann bei eurem Druidenlehrer, welcher euch anschließend in die Zangamarschen schickt. Hier geht das Ganze dann so richtig los. Neben einer etwas längeren Questreihe benötigt ihr nur noch 10 Traumwinden sowie 10 Urflechten. Zum Abschluss müsst ihr dann mit 4 weiteren Mitspielern in die Sethekallen heroisch, um dort die Vogelbestie Anzu zu beschwören und zu töten. Dieser kann außerdem ein extrem seltenes Bodenmond droppen. Der Boss kann nach Abschließen der Reihe immer wieder beschworen werden. Habt ihr das demnach gemeistert, könnt ihr euch mit euren epischen Raben durch die Lüfte schwingen. Die Fraktions-PvP-Ausrüstungen der Scherbenwelt kommen mit ins Spiel. Ihr benötigt für den Kauf einen respektvollen Ruf bei Thralma bzw. der Ehrenfeste, der Expedition des Szenarios, der Shatar, dem unteren Viertel und den Hütern der Zeit. Ihr könnt euch die Ausrüstung einfach bei den jeweiligen Fraktionshändlern kaufen. Das Set besteht aus 5 Teilen. Schulter, Hände, Kopf, Beine und die Brust. Bei jedem der gerade aufgezählten Fraktionen könnt ihr jeweils eins davon erwerben. Die Entwickler haben allerdings jetzt schon angekündigt, dass man ab dem Samwell-Patch nur noch einen wohlwollenden Ruf benötigt. Die Male der Illidari droppen beim Trash in den beiden neuen Raid-Instanzen. Zumindest machen sie das auf dem Testserver. Die Male könnt ihr in Shadrat in der Aldor bzw. Seabank gegen Flasks eintauschen. Die Flasks sind so gesehen ein genaues Abbild der Fläschchen, wie sie auch der Alchemist eures Vertrauens herstellen kann. Voraussetzung ist jedoch noch ein ehrfürchtiger Ruf bei den Shatar, der Expedition des Szenarios sowie Aldor bzw. Sea, was definitiv ein großes Hindernis für viele Spieler darstellen sollte. Am besten lasst ihr euren Raidleiter alle einsammeln und verteilt diese dann am Schluss des Raides auf alle Mitglieder. Die Baupläne für die epischen Ingenieursbrillen kommen ins Spiel. Diese könnt ihr ganz einfach in Thralma bzw. der Ehrenfeste beim Ingi-Lehrer lernen. Jede Klasse bzw. Rüstungstyp bekommt dabei ihre eigene Brille. 11 Stück sind es dabei an der Zahl. Diese zählen für viele Klassen und Specs zu den besten Slot-Gegenständen, da sie vor allem in einer der späteren Phasen noch weiter aufgewertet werden können. Wir verlinken euch alle Brillen in der Beschreibung. Dort findet ihr auch die Materialien, die ihr zur Herstellung benötigt. Der Dungeon Browser bzw. das Looking for Group Tool kommt endlich ins Spiel. Nachdem dieses eigentlich schon mit dem Pre-Patch von TBC erwartet wurde, steht es ab P2 endlich zur Verfügung. Was kann das Ganze jetzt aber? Mit diesem könnt ihr euch ganz einfach unter dem Reiter Suche nach Gruppe für bis zu 3 verschiedene Dungeons, Raids oder auch Zonenaufgaben wie Quests anmelden. Im Kommentarfeld weiter unten schreibt ihr dann am besten noch rein, welchen Spec ihr spielt. Andersrum könnt ihr in dem Reiter Suche nach Mitgliedern schauen, wer sich zum Beispiel für einen Raid, Dungeon oder auch Quest angemeldet hat und diesen dann bequem anschreiben. Das Ganze spart euch auf jeden Fall den ständigen Blick auf den Suche nach Gruppe-Channel. Auf der BlizzCon Line wurde außerdem gesagt, dass der Browser optisch noch überarbeitet werden soll. Zum jetzigen Stand hat sich da allerdings leider noch nichts getan. Zum Schluss noch ein paar kleinere allgemeine Punkte im Schnelldurchlauf. Das Spucken-Emote wurde entfernt, also zumindest so halb. Ihr könnt keine anderen Spieler mehr anspucken. Auch wenn ihr diese im Target habt, liest man nur noch, dass ihr auf dem Boden spuckt und nicht auf euer Ziel. Ein Reconnect-Button wurde eingeführt. Wie auch schon in Retail gibt es ab jetzt einen Knopf im Ingame-Login-Menü. Dort einfach draufgedrückt geht es direkt nach Azeroth, so zumindest auf dem PTR. Die Schlachtfelder gegen dieselbe Fraktion werden wieder live geschalten. Nachdem diese zweimal für mehrere Tage getestet wurden, finden diese dauerhaft ins Spiel. Das verkürzt die Wartezeit der Horde, da sie gegen die eigene Fraktion spielen kann. Die Allianz hingegen bekommt dafür eine wiederholbare Quest, bei der sie bei einem Sieg eine Box mit Verbrauchsgegenständen bekommt. Zudem kann man sich nur noch mit 5 Leuten gleichzeitig anmelden, um zu vermeiden, dass man als Random-Spieler von diversen Premats abgefarmt wird. Zudem soll eine Rangliste eingeführt werden, sodass man sehen kann, wo man momentan mit seinem Team steht. Ob das Ingame oder via einer externen Seite passieren soll, ist noch nicht sicher. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen sowie ein Abo da lasst. In diesem Sinne, viel Spaß in Phase 2 und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.